Da hatte ich eben auch. Jetzt. Moin Moin und willkommen zurück zu Guild Wars 2. Natürlich mit dem Digigamer. Oh, hallo, hallo. Der da in der Ecke schläft. Und noch einer weiteren Folge Weidmanns Handwerk. Das wird auch fürs Erste wahrscheinlich die letzte sein. Die andere Level kommt dann später. So, ich hoffe, ich habe diesmal etwas besser Feuer eingekauft. Wir werden sehen. Es braucht im Ganzen 135 davon, das sollte passen. Ne, nicht 135, sondern 125. Wir haben noch 5 Minuten Zeit, uns freiwillig zu melden, bevor die Karte geschlossen wird. Oder 1 Minute 48. Gut, dann weiß ich, worauf ich klicke, nachdem mir die letzten 70 harten Holzplatten durch sind. Wenn ich so freundlich von Arena Netter gebeten werde. Echt? Ich habe keine Antwort oder gar nichts bekommen. Also nicht über der Minimap oben rechts. Dieses Kreissymbol, was runtertickert. Nö. Ich hab gar nicht was runtertickert. Also, ich muss Karte wechseln. So. Okay, harter Holzplan haben wir hergestellt. Jetzt. Dunkelstahlbarren. Brauchen wir 60 Stück von. Primordium-Brocken kriegt ihr wieder hier vom Händler. Ich reiß immer hinterher, ganz frech. Ja, ja, jetzt hinterher, danke. Was hab ich da alleine? So, 15 harte Holzdübel da noch. 15. Robuste Bogensehnen. Ah, getrocknete Lederflicken braucht es ein paar. Genau, alle davon. Braucht es von den robusten Lederstücken und das reicht dann am Ende die Flicken um 8. Diese 8 Bogensehnen herzustellen. So, 250 haben wir dann schon mal. Dann wollen wir wieder 4. Diesmal harte Kurzbogenstäbe. Hier von den langen. So, von den Dunkelstahl-Kriegshorn aussetzen. 5 Stück. Also das Horn. Mundstücke. Dann natürlich noch die Fackel. Auch 5. Fackelkopf und das andere ist dann wahrscheinlich ein harter Fackelgriff, genau. 5 Stück.
Bei dem harten Gewehrschaft. Auch hier stellen wir wieder zwei her. Ein Dunkelstahl-Gewehrlauf. Dunkelstahl-Pistolenlauf, zwei Stück. Pistolenrahmen, die harten, zwei Stück. Und einmal Harpune. Auch in der harten Version. So. Jetzt wollen wir noch vier faulende harte Inschriften. Haben wir tatsächlich auch alles Notwendige für. Sehr gut. Ausgezeichnet. So. Mit diesen vorhandenen harten Inschriften, sobald ich sie mal finde, wo sind sie denn? Da. Mit denen gehen wir da jetzt durch. Und zwar erstmal ein Kriegshorn. Wunderbar. Dann, was machen wir noch? Fackel. Fackelkopf, ganz seltsamer Fackelkopf da, ja, aber gut, was soll's. Und den und eine Pistole. Da bleibt uns jetzt gerade noch eine Inschrift übrig, aber das mag so geplant sein. Denn als nächstes basteln wir uns jetzt noch mal ein paar Inschriften. Da habe ich mich dann mal wieder verlesen. Ich bin so super. Oha. Ja. Verbaut oder wie? Nee, nö, ich muss nochmal wieder einkaufen. Also, gravierte Totems. Würde es 9 Stück von brauchen. Ein Unrecht. Wir wollen aber auch 4 von den meuchelnden Inschriften haben. Es wäre auch zu toll gewesen, hätte ich tatsächlich alles dabei gehabt. Und 4 wütende harte Inschriften, das können wir auch so machen. Juhu, zumindest laufe ich jetzt um 15% schneller. Für eine kurze Zeit noch. Also hast du den? Wegen dem Kartenwechsel. Totem. 9 Stück reichen mir, danke. Ich will nicht alles, was ich an Geld habe, dafür ausgeben. So, wie lange ist noch mein Handwerksbooster? Na, 19 Minuten. So lange sollte die Folge nicht dauern. Keine Angst. So, jetzt die Kleriker. Warum kann ich denn... 3. Warum brauche ich denn jetzt nochmal?
3 Stück brauche ich für einen. Und ich hatte doch 3 Stück schon. Da muss ich mir halt nochmal 3 kaufen. Aber dann habe ich das Gefühl, das Ding rechnet falsch oder so. Oder rechnet dann nicht zusammen, wenn man etwas davon im... So, ich lagere das gerade mal. Ich habe irgendwie das kleine Gefühl, dass er nicht zusammenrechnet, was man im auf der Bank hat und was man im Inventar hat. Sondern zuerst das Inventar Sachen anzeigt und vielleicht danach dann auf den Bankort. Ach, jetzt habe ich sie nicht mitgenommen. Ja, wie es aussieht, macht das doch nicht. Gut, vielleicht dauert das Ganze doch noch 19 Minuten, wenn ich hier weiter hin und her renne. So, jetzt aber mal. Was? Warum 15? Ich habe doch nochmal 3. Habe ich zu wenig Dübel? Also 3 Stück stelle ich jetzt mal her. Joa, harter Holzdübel, fehlt mir einer. Vielleicht habe ich da vorhin einen zu wenig eingegeben. So, ich hätte dann nach meiner ersten Rechnung doch richtig Potenz gehabt, aber egal. Das haben wir jetzt. Verwerten wir jetzt noch ein bisschen wieder, was wir hier schon gebastelt hatten. So. Okay. Und jetzt wird munter fröhlich weiter erforscht. Mit den Klerikalen. Bauen wir uns jemals Langbogen, Kurzbogen, Kriegsvor- und Fackelgriff. Also zuerst Langbogen. Dann Kurzbogen. Kriegshorn. Und eine Fackel. Okay. So, ist bestimmt schon wieder sinnvoll, was wieder zu verwerten. Ja. So, sonst was dazwischen. Da oben ist noch was. Noch was? Ach, ja. Erik. Ah, der Erik. Da oben ist so. Noch was, der sucht schon wieder. Nee, ich suche nicht. Gerade wird kurzer Handwerksguide aufgenommen. Ja. So, ja. Meuchner hatte Inschriften, genau, deswegen befinde ich mich in diesem furchtbaren Gemüsegarten. Hier läuft so ein schwuler Krieger, wo läuft man da hinterher? Echt, mit dem Langbogen. Das muss einer von diesen Holzfritzen sein. Wahrscheinlich ein leichter Modak. Den Kurzbogen dazu. Dann ein Hörnchen. Machst du den? Machst du jetzt so ein Holzkerl oder was? Weidmannsguide. Und da gerade. Ja, unterschiedliche Sachen zusammen basteln, um da am Level aufzusteigen. Wo bist du denn? Deswegen jetzt auch die Fackel. Im Hain. Im Hain, genau. Ja, da bin ich auch schon. Hol mir mal eine Gruppe rein. Ja, klar. Jo, das cool. Machen wir doch. Ja. Einladen. Achso. Jo.
da ist er. Und jetzt auch die wütenden Inschriften. Aber ich hab grad meinen Krieger auch wieder ein bisschen hoch im Mops versucht. Oh! Hab ich mir ein Sigil gekauft für 17 Gold. Ja, du hast es ja, ne? Ja, hör auf, du kannst mich schön verarscht dein Schüler her. Nix mehr reingekommen, was ich ausgegeben hab. Ja, ich weiß, warum ich gegen die nächste Rentenerhöhung bin. Das ist eine Menge, ey. Naja, 600 habe ich doch gekriegt von den einen. Ja. Und dann habe ich doch neue Konto noch mal versuchen, aber wenn ich erstmal spiele, dann höre ich auch nicht auf. Von 20 Euro Gold habe ich auch wieder. Ich habe gesagt, jetzt ist es auf. Ja, muss ja auch mal sein. Genau, die Wirtschaft ankurbeln, ne? So, kurzes Wiederverwerten. Was darf ich euch anbieten? So. Was brauchen wir als nächstes? Das sind Dunkelstahl. Überzogener Dübel. Du bist bei der, bei was machen oder was? 7 Stück. Ja, genau, so ein Beruf. Handwerker da. Genau. Ich wollte es eigentlich auch machen, aber mir ist es leider. Bei meinem Messen habe ich mein Koch auf 400 Gold gemacht. Da bin ich jetzt bis auf 60. So, da braucht es dann doch noch ein paar mehr Giftbeutel. Bitte, du hast ja auch ein Messen, aber? Ich habe auch ein Messen, ja. Ach, und ihr seht, was ist bei dir noch 42, ne? Ja, das ist mein Beruf, Messmal. Mit dem mache ich die Hauptgebiete. 36 brauchen wir davon auch. Ja, Messmal ist nicht so leicht zu spielen. Ich habe da ganz schöne Probleme zum Anfang gehabt. Wie weit hast du denn gespielt? Wie weit hast du denn gespielt, Messmal? Ich hab ihn jetzt auf 56. Oh, das ist aber trotzdem eine Menge, ne? Du bist ja schon recht weit gekommen. Ja, das ist eben, da musst du aufpassen. Die Rüstung, die er hat, die ist so leicht, da wenn du da 2-3 Schläge kriegst, dann bist du gleich tot. Ja. Da musst du versuchen, eben mir die ganzen Klone zu spielen und das alles ist da. Und der Unsichtbarkeit und Teleporten und ah. Da musst du so ein Händchen für haben, weißt du? Nein, das hab ich schon mal nicht. Und den einen habe ich ganz in reingelegt heute. Mit dem Messner. Habe einen Teleporter genommen, den da auf der großen, wahrscheinlich oben auf dem großen Stein, vom Abgrund das runter. Ein Unrecht. Der ist dann mir hinterher, der war hier PvE, war das, PvP war das gewesen. Und der natürlich wollte mir hinterher, ich Teleporter genommen, runtergesprungen, kurz da unten, habe ich nochmal den Teleporter gemacht und hier hoch. Der kommt mir natürlich hinterher und war unten tot. So, und jetzt wird mit der wütenden überzogenen Inschrift nochmal alles restliche entwickelt. Endeuer. Wir lockt hier und dauernd rum, aber ich sehe euch nicht. Ich hol dich. Wir sind nur in deiner Vorstellung. Wir sind nur Stimmen in deinem Kopf. Ja. Ich glaube auch, Illusion messen wir. So, der Fackel. Da kommt ein Stück tiefer seid ihr, oder? Ja. Und da runter gehüpft. Oh Gott, das ist jetzt so hoch, als ich dann tot bin. Ach, dort steht er ja. Juhu! So. Weidmann auf 300 schon mal erreicht. Trotzdem wird es noch die Pistole zusammengezimmert. Und auch die Harpune. Aber hier lag das ganz schön wieder, wa? Oder ist nur bei mir? Ist nur bei dir. Oh ja, ist klar. Wie immer. Zu viel Kaffee getrunken. Ja. So, wir haben die 300 geschafft. Ihr habt's durchgehalten. Ich bin stolz auf euch. In der nächsten Aufnahme machen wir normales Spielgeschehen mal weiter. Bis denn, Leute. Ciao, ciao.